Ja, herzlich willkommen, liebe Freunde, heute zu unserem Kindertalk Folge 3. Und wir haben heute einen ganz besonderen Gast, Klaus. Ich möchte dir heute vorstellen, Heiko. Schönen guten Tag, Heiko. Hallo Leute, was geht ab? Hi, hier ist der Klaus. Sag mal, der sieht ja mir so ähnlich. Na, wir werden ihn jetzt gleich mal fragen, wo er herkommt. Heiko, sag mal, wo kommst du denn her? Wo bist du zu Hause? Also zu Hause bin ich bei Timo. Beim Puppenkarussell nennt sich das. Oh, sehr interessant. Und wo ist eigentlich der Timo gerade? Timo? Ja, der hat wieder Angst vor die Kamera zu kommen. Ah. Also. Na, komm her. Schönen guten Tag, Timo. Hallo, Manu. Grüß dich. Hallo, Tino. Na, alles klar bei euch? Ja, und bei dir, Klaus? Ja, alles in Tutta. Sehr gut. Sag mal, Heiko. Mensch, Heiko, jetzt hast du mich wieder, ja, jetzt will er wieder alleine weitermachen. Okay. Hast du den Timo einfach aus dem Bild geschubst? Ja, der nervt. Ich will doch im Fokus stehen. Heiko, sag uns mal, Corona-Zeit, was machst du so den ganzen Tag? Bist du zu Hause? Ja, also ich trinke am liebsten Cola und manchmal bohre ich nach Nase und manchmal spiele ich mit meinem Kumpel Nils, der wohnt auch hier und manchmal schlafe ich auch sehr viel. Mal Bilder oder guck Fernsehen. Und was macht ihr den ganzen Tag? Und du, Klaus? Also, Heiko, ich kann dir sagen, ich habe ganz schön Stress. Letzte Woche... Wieso hast du Stress? In der letzten Woche sollte ich Fenster putzen. Haben wir renoviert, ja, gestrichen, mit Schade. Und... Ja, also ich habe ganz schön zu tun. Alter Falter, ja, das habe ich vergessen zu sagen, aber Timo, der kommt manchmal an und dann muss ich wieder vor die Kamera, dann muss ich mir ganz schnell die Haare machen, weil ich immer eine coole Frisur haben will. Ja, und dann machen wir coole Videos. Ja, also Videos machen wir auch jeden Tag. Und was sagst du zu meinen Haaren? Sind die nicht schön? Warte mal. Ja, die sehen voll cool aus. Aber irgendwie haben wir fast die gleiche Frisur, ne? Und die gleichen Augen. Ja, komm mal näher an die Kamera. Ja. Also ich wurde, als ich geboren war, wurde ich einfach in so einen Karton gestopft. Und dann hatte ich voll die lange Reise. Und wie war das bei dir? Ja, genauso. Und dann kam ich hier in Dresden an. Oh. In Dresden? Ja. Ich bin bis Hamburg gekommen. Da ging mein Flieger ja weiter. Sag mal, kennst du deine Eltern? Mein Papa, der hieß Bob. Ja, meiner auch. Krass. Du, Nanaela, ich glaube, ich habe gerade meinen Bruder gefunden. Na. Ja, dann können wir bald zusammen Kaffee trinken. Also, ja. Klaus und ich trinken Kakao und du und Timo, Timo trinkt gern Cola und du Kaffee oder was trinkst du am liebsten? Ja, Nanaela trinkt Kaffee und ich liebe Kakao. Heiko. Ja, Kakao ist gut. Und ich backe auch ganz oft Kuchen. Ja, ich habe das einmal probiert, aber das ist alles verbrannt. Ich habe nämlich vergessen, weil ich so viel gepopelt habe, den Ofen wieder auszumachen. Popelst du auch gerne? Nee, ich bin schon groß und in diesen
Ja, krieg ich doch eine Zuckertüte. Ich komm doch in die Schule. Na, du kommst auch in die Schule? Ja, du auch? Ja, ich auch. Und gibt's da eine Fete? Ja, natürlich. Machst du sonst noch so? Ich mag es im Garten zu spielen. Mit Nils zu spielen. Und ich fahre ab und zu mal in Kindergärten oder auf Geburtstage und erzähle den Kindern lustige Geschichten. Und du? Ja, mir fehlen die Kinder momentan auch ganz schön dolle. Ich bin auch viel unterwegs bei den Kindern. Ja, und tja, naja, zurzeit bin ich eben zu Hause. Ja, das bin ich auch. Und ich schlafe jeden Tag richtig lange aus. Doch der frühe Vogel fängt den Wurm. Das stimmt. Da hast du recht. Aber jetzt, wo keine Auftritte sind, schlafe ich auch gern mal aus. Das heißt, du bist ein Langschläfer? Ja, ich bin zum Langschläfer geworden. Sonst bin ich immer um 5 aufgestanden und habe die anderen immer geweckt. Also, wir müssen dann mal wieder weiter. Wir wünschen dir noch einen wunderschönen Tag. Bleib gesund und bleib zu Hause. Das wünsche ich auch, dass ihr gesund bleibt und munter und dass wir uns auf jeden Fall bald wiedersehen. Ja, na klar. Schreib mir doch mal deine Telefonnummer. Dann rufe ich dich an. Hast du mit 6 Jahren schon ein Handy? Ja, logisch. Ein Smartphone. Boah. Ich habe noch keins, aber ich darf Timos öfters benutzen. Na, ich bin doch in Business. Da brauche ich das. Ja, bei uns haben wir die Absprache, Timo macht das Business und ich mach die Party dann auf Geburtstagen. Aber wir sehen uns auf jeden Fall und ich würde mich freuen, wenn das bald ist und nicht so lange dauert. Und viel Spaß beim Malen und Renovieren. Ja, Heiko, wir wünschen dir auch eine gute Zeit und wir schicken dir auf alle Fälle ein Foto, wenn wir fertig sind. Ja? Okay, dann. Gut, Timo, jetzt komm mal zum Winken. Ja, ruf mal bitte den Timo. Ja, gut, Heiko, ich komme zum Winken. Ja, Timo, wir haben uns jetzt mit dem Heiko richtig ausführlich unterhalten. Das war richtig lustig. Und ich glaube schon, wir haben gerade festgestellt, dass die zwei irgendwie gemeinsame Eltern haben müssen. Die sehen sich so ähnlich. Und ich glaube, auch vom Charakter her sind die sehr nahe beieinander. Ja, das stimmt. Sag mal, Heiko, warst du denn eigentlich lieb? Ja. Ob ich das glauben kann, ich hoffe es. Ich hoffe, er hat nicht zu viel Blödsinn erzählt. Nein, ne, Klaus? Nein. Alles okay. Gut, also dann macht's gut, ihr beiden. Bleibt schön gesund. Ja, auch. Tschüss. Tschüss.